Im EU-Korruptionsskandal um Eva Kaili soll ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi gestanden haben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Er habe zugegeben, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die von Katar und Marokko benutzt worden sei, um sich in europäischen Angelegenheiten einzumischen. Die belgische Justiz ermittelt wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland im Umfeld des Europaparlaments. Seit Freitag wurden 6 Verdächtige festgenommen, von denen 2 wieder auf freiem Fuß sind. Der Termin der Haftprüfung von Eva Kaili wurde auf nächste Woche verschoben. Kailis Lebensgefährte beschuldigte dem Bericht zufolge den ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri aus Italien, Kopf der mutmaßlichen Organisation gewesen zu sein. Beide sitzen weiter in Untersuchungshaft. Seine eigene Rolle sei gewesen, Bargeld zu verwalten, hieß es dem Bericht zufolge weiter in der Aussage. In Griechenland hat die Finanzpolizei unterdessen offiziell ein Verfahren gegen Kaili eröffnet. Der Vorwurf lautet auf Geldwäsche und Bestechung und gilt im Rahmen dessen, was nicht explizit von belgischen Behörden verfolgt wird.